Moin, moin. Hallo, Hallo. Glück auf. Herzlich willkommen auf dem Kanal Lucky Camper. So, gar nicht weit weg vom Möhnesee. 28 Kilometer. Okay, sind wir jetzt wo, Schatzele? In Warstein, bei den Tropfsteinhöhlen und beim Wildpark im Bilsteintal. Der Wildpark selber ist kostenfrei. Wird eine kleine Spende gebeten. Das ist cool. Ja. Gibt hier, was gibt es denn hier alles? Rothirsche, Waschbären, Waldspielplatz, Wildschweine, Luchse, Füchse, Siekerhirsche und Skudden, was auch immer das sein mag. Sieht aus wie ein Schaf. Hunde an der Leine sind erlaubt. Jo, sieht gut aus hier. Ja, wenn es ohne Hunde wäre, wären wir hier. Genau. Hier gibt es mehrere Wege, die man kriegt am Anfang so einen kleinen Parkplan, kann man sich da kostenlos an dem Futterautomat rausnehmen. Ist empfehlenswert, weil sonst gibt hier mehrere Wegemöglichkeiten. Bilsteinfelsen. Da kann man auch hoch irgendwo. Geht mal wieder bergauf. Ja. Ja, aber ist ganz nett. Ja. Kann man so nie meckern. Weißt du noch nicht genau, wie groß der ist, aber kann schon schön spazieren gehen hier. Coole Tiere, oder? Ja, was die für Geräusche machen. Ja. Ja, hab ich ja noch nie gehört. Die kenne ich jetzt so auch nicht. So ein bisschen unheimlich. Scully, bleibst du hier? Ja, die haut ab. Schick, schick. Glück mit dem Wetter haben wir heute übrigens auch. So. Thank you.
Aus wie ausgestopft. Guck mal, ja. Hinter dem Baum ist auch noch einer. Da sind noch die zwei Weibchen. Ja. Oder weiß ich nicht. Hier führt eine Straße lang. Also das ist ja hier alles öffentlich, ne? Also es ist keine Umzäunung. Man kann hier einfach so hinfahren, wenn man Lust hat. Auch zum Grillen einfach nur. Sehr schön. Und natürlich jetzt bei dem Wetter, ne? Sonne, blauer Himmel und die Herbstfarben. Respekt, Natur. Respekt. So. Aufstieg auf den Bielsteinfelsen. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Aussicht ist. Natürlich geht es wieder bergauf, ne? Ist ja klar. Okay. Fazit? Schöne Tour. Kann man mal machen.
relativ kurz, aber knackig so, ne? Schon genau. Schön. Geht bergauf, bergab, mit dem Kinderwagen vielleicht ein bisschen ungünstig, aber ansonsten super schön, viel Wald, zwischendurch die schönen Gehege, Tiere haben Platz, man sieht die Tiere auch. Ja, das stimmt. Schön. Selten genug. Ja. So, wenn ihr dann fertig seid mit dem ganzen Laufen, da, Waldwirtschaftsschenke. Montags, Dienstags, Ruhetag. Egal. Heute ist Montag. Ab Mittwoch gibt es dann Rehrücken, Hirsch, Wildschwein und Waschbär. Und Waschbär. Also, Empfehlung, lohnt sich. Ja. Daumen hoch. Unbedingt. Waschbär. Und vor allen Dingen, wie gesagt, eintrittsfrei. Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden. So, eine Höhle gibt es hier noch, ne? Ja. Ausgang habt ihr gerade gesehen. Eingang waren wir nicht. Aber der Hund darf da eh nicht mit rein. Von daher, wunderbar. Parkplätze. Ja gut, im Sommer, glaube ich, ist hier schon ein bisschen... Ja, aber das ist jetzt nur einer, ne? Es gibt ja noch zwei andere. Stimmt. Drei insgesamt, stimmt. Genau. Also, wunderbar. Gut, für die, die bis dahin ausgehalten haben, bleibt sauber, mach's gut. Bis denn. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.